Ich habe dieses Spiel auf jeden Fall nie zu Ende gespielt, deswegen ich versuche jetzt auf jeden Fall so weit zu kommen wie möglich. Und wenn man einmal stirbt, dann muss man von vorne anfangen, deswegen hoffe ich, wir kommen wirklich sehr weit. Ich will nicht in dieses lilane Ding kommen, das ist ein Nebula-System. Also da ist dann die ganze Map voll mit Nebula. Das ist gar nicht gut. Also, was habe ich hier? Rock Control Sector oder Pirate Control Sector? Okay, ich glaube mal ein Rock. Vielleicht kriegen wir sogar einen. Das wäre ziemlich gut. Ja, man muss einmal durch diese ganzen Systeme durch bis zum Ende. Dann hat man gewonnen. Und wir gehen jetzt mal zu diesem Hilferuf. Find a number of ships fleeing from a small space station. You hail them, asking what's wrong. Help, we're being overrun by some sort of giant alien spider. Das hört sich nach Mantis an. Giant alien spiders are no joke, send crew. Nee. Ganz ehrlich. Ich hab keinen Bock, da meine Crew rein zu schicken. Mit meinem Glück verrecken die noch. Leave them alone. You can't risk fighting, ja. Yeah. Zumindest nicht jetzt. Dann gehen wir mal da runter. Wir müssen aufpassen, dass uns das Benzin nicht ausgeht. Ah, hier. Schöner Fight jetzt. Wieder übliche Taktik. Erstmal die Waffen ausschalten und dann weiterschauen. Ja. Satter Treffer auf die Waffen des Feindes. Ich hoffe, wir können jetzt wieder treffen. Jawohl. Flo, du machst deinen Job wirklich gut. Ah ja. Dauert auf jeden Fall manchmal ein bisschen, bis die Feinde zerstört werden. Ich hoffe, dass diese Runde auch wieder so geile Situationen kommen wie in der letzten Runde. Aber zum Beispiel einmal bin ich in Nebula-System gekommen. Und aus irgendeinem Grund, also da kam dann so ein random Event, dass ich nicht weiß, wo der Gegner herkommt und die mich entern. Dann waren plötzlich vier von diesen Gegnern da auf meinem Schiff und ich wusste nicht, wo die sind. Plötzlich sehe ich überall so, wie meine Systeme ausfallen, weil die zerstört wurden. Dann konnte ich die, also kam ich in Nahkampf mit denen, habe meine ganzen Leute zusammengezogen in einen Raum, dass die alle zusammengekämpft haben. Dann ist zwar einer von mir gestorben, aber ich habe es zu dritt gegen fünf geschafft, was eigentlich ziemlich gut ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, was Wichtigste ist. In einer anderen Situation war dann Mantis Schiff auch in einem Nebula-System. Die haben mich auch, also geentert. Und dann waren meine, also es waren nur noch Flo und Timo am Leben. Und auf jeden Fall haben die, also die haben gegen die Gegner gekämpft an Bord. Aber mein Schiff konnte das gegnerische Schiff noch eine Sekunde bevor meine Timo und Flo gestorben wären noch zerstören, und wenn das zerstört ist, dann sind auch die Truppen auf deinem Schiff tot. Das heißt, gerade noch so entkommen, wirklich haarscharf. Aber ja, schade, dass es nicht reingepasst hat jetzt mit dem Headset. Ah ja, ich hoffe, das wird ein genauso gutes Spiel. 30 Scrap, das gefällt mir. 2 Fuel, ja, das ist gut. Warte, jetzt könnten wir. Ich tu mal unsere Sensoren upgraden, dann sehen wir, was auf dem gegnerischen Schiff los ist. Dann brauche ich noch hier was und da. So. Also jetzt habe ich unsere Waffe noch ein bisschen aufgebaut, habe noch Energie reingesteckt und was habe ich noch gemacht? Ach ja, ich habe meine Sensoren weiterentwickelt. Hier, ein Mantis Scout. Ja, die mag ich nicht. Jetzt sehen wir zum Beispiel die Gegner. Und da ist hier zum Beispiel ein Mantis, dieses grüne Insektenvieh, und das ist ein Engie. So, und dann müssen wir die mal. Ah, der Engie übernimmt die Schilde.
Wahrscheinlich übernimmt er auch gleich die Reparatur, wenn es ein schlauer NPC ist. Was ich nicht glaube. Ah, doch. Also Medic-Station wurde zerlegt. Dann reparier's mal. Ah, jetzt brennt er sogar. Ah, jetzt schickt er seinen Mantis noch rein, um ihm zu helfen. Aber die müssen jetzt erstmal das Feuer löschen. Das heißt, ich... Ah. Ja. Das ist GG für die. Ja. So, den haben wir jetzt auch. 32 Scrap, 2 Missiles. Ich hätte lieber... Oh, nee. Ich glaube, wir sind in der Sackgasse gelandet. Mal schauen. Oh, Asteroidenfeld. Das ist auch mies. Okay, da ist ein Rock-Gegner. Okay, da ist sogar ein Rock. Alle rüber. Alter. Wie sind die da reingekommen? Die haben doch gar kein so Depot. Oh ne, 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 ne. Das ist jetzt richtig mies. Da tut jetzt mein Sauerstoffdepot zerstören. So, das repariert ihr mal alle. Schön. Yep. Jetzt müssen wir hier relativ schnell weg. Was jetzt aber ziemlich schwer wird. Flo muss dahin, Timo muss dahin und Bobby muss hierhin. Jetzt muss Bobby schnell sein. Er muss nämlich hin zum Cockpit. So. Sonst kommen wir hier nicht weg und die Asteroiden, die treffen uns halt immer wieder. So, wenn wir dann das nächste Mal sicher sind, tun wir mal unsere Leute heilen. Oder, beziehungsweise das können wir jetzt auch machen. Bobby ist ja eigentlich voll. Timo ist voll. Flo und Monswick. So, jetzt können wir auch weiter. Ah, zum Glück, wir sind doch nicht in der Sackgasse. You arrive and detected signs of a battle. A few ships are taking passes at each other near a small station. You don't know if it's a territory issue, a contest or a right of passage, but you decide it's best to stay out of it. Ja, ist es eigentlich schon. So. Muss ich jetzt noch hier irgendwas beachten, wenn wir jetzt schon an einem sicheren Punkt sind? Hier kann ich nicht sehr viel machen. Vielleicht sollte ich meinen... Allows remote opening and closing of doors, upgrade to blast doors, the immediate fire spread and intrude immune. Ja, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Die Türen ein bisschen verstärken. Und unsere Schilde mal. So. Gehen wir mal weiter. To heat, outlaw rocks often settle very close to stars. That is why it is hardly surprising when your ship gets boarded as you stumble past a hidden settlement. Oh nee, ey! Wie ich das Spiel schon wieder liebe. Zwei Rocks dann auch. Nice. GG. Also zerstören die meine Kameras? Ja, komm. Ich will dich doch haben. Jetzt muss ich darauf achten, dass mir keiner hier... jetzt wird mein Schiff beschädigt. So. Wo ist Chris? Hier ist Bobby. Timo, ja. Monswick, hier ran. Flo. Zack. Ah, scheiße, jetzt brennt's.
Okay, hier unten brennt es auch. Jetzt muss ich hier ein Vakuum entstehen lassen. Fuck. Okay, weiter. Weg aus dem... Cell Drone Parts. Ja, wir haben ja keine. Nice. So. Jetzt musst du das schnell... Hier hinten kann ich es wieder zumachen. Oh, zum Glück. So, jetzt Bobby auch noch hoch. So, jetzt werden wir sie mal repariert. Geheilt. Und Monswick kann jetzt mal die Kamerasysteme reparieren. Bobby geht wieder an die Ding. Und Timo, du gehst wieder an deine Schilde. So, es dauert nicht mehr lang, dann ist es repariert. Also, dann gehst du wieder an deine Triebwerke und gehen zum nächsten Sektor. Gehen wir wieder zum Rock Control. Ja, Rock Control Sektor. Ich habe nicht mehr sehr viel Treibstoff. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht trocken gehen. Ah, hier ist ein Store. Das ist gut. Kaufe ich gleich mal Treibstoff ein. Ja, kann ich eigentlich nur. Fix. So. Nochmal ein Store. Scheiße. Wahrscheinlich hat er coole Sachen, die wir jetzt nicht ankaufen können. Nee, eigentlich nicht. S-Bomb. Nee. Haube Beam. Nee, eigentlich auch nicht so wichtig. Scrap Recovery Arm. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, aber wir hatten eh nicht das Geld dazu. To any previously wizard beacon. Oh, das ist geil. Aber ja. Können wir uns eh nicht leisten. Dann gehen wir mal zu diesem Hilferuf. You locate the source of the distress call, a nearby human mining colony. An unknown disease has spread virulently among the workers. They are trying to set up a quarantine to mitigate the spread of the disease, but lack any enforcement and a riot seems likely. Come, send in your crew to help control the crowd. Your crew tries to keep the crowds in line, but the scene quickly turns ugly. Half crazed with fear, the infected grab mining tools and push back at your crew. Na toll, warum helfe ich denen? Forcing them to retreat hastily. They barely get away without injury, but the same can't be said for the colony's leader. You quickly leave. Ja, scheiße, ne? Hilft man mal, und dann wird man selber gefickt. Wieder Entschuldigung für die Aussprache. Ja, ist halt nicht so cool. So, wieder auf die Waffen gehen. Ah, der hat aber den ersten Schuss. Die meisten haben eigentlich immer den ersten Schuss. Ach, ja. Ach, das war ziemlich verfehlt. Habe ich die auch in der richtigen Position? Flo. Ja, der Monswick, der lernt eigentlich nichts bei den Triebwerken. Ziemlicher Noob. Dafür ist er gut beim Reparieren. Ja, ich wollte eigentlich nur Let's Tests und Shows machen, weil ich nicht wirklich weiß, was ich da die ganze Zeit reden soll in so Let's Plays. Jetzt habe ich mich doch dazu entschieden, mal ein kleines Spiel zu machen. Es geht ja nicht allzu lang, das FTL.
Und ja, sobald ich das hochgeladen habe, werde ich schon das ganze Spiel aufgenommen haben, weil ich mich dazu entschieden habe, erstmal das ganze Spiel durchzuspielen und auch wirklich alle Folgen zu haben, bevor ich dann irgendwann abbreche, weil ich keinen Bock mehr auf das Spiel habe. Also, wenn ihr diese Folge seht, dann wisst ihr schon, dass es bis zum Ende gehen wird. Wie lange es bis zum Ende braucht, das ist die andere Frage.